Die Pioniere. Es gibt wohl kaum eine andere Klasse, die so sinnbildlich für die Battlefield-Reihe steht wie sie. Sie sind Todesengel, die mit dicken Rohren und riesigen Sprengsätzen die gegnerischen Fahrzeuge in Schrott verwandeln und dabei den eigenen Fuhrpark als Schrauber und Mechaniker am Laufen halten. Ohne sie kann das eigene Team nicht gewinnen. In diesem Guide heute werde ich euch alles erzählen, was ihr über die Pioniere im Battlefield 2042 wissen müsst. Das Video hier wird sehr ausführlich werden, darum habe ich das Ganze auch in Kapitel gegliedert, damit ihr euch ganz punktuell auch die Informationen rausholen könnt, die ihr benötigt. Aber nun genug geredet, ich habe richtig Bock, Leute, legen wir los! Bei den Pionieren in Battlefield 2042 stehen drei verschiedene Spezialisten zur Verfügung. Liz, Boris und Crawford. Wir gehen alle einmal einzeln durch und beginnen mit Liz. Sie besitzt als Spezialisten-Gadget den G84-TGM. Das ist ein lenkbarer Raketenwerfer, mit dem man hervorragend Fahrzeuge und Helikopter angreifen kann. Aber auch Infanterie lässt sich mit ihm solide bekämpfen. Die Steuerung funktioniert dabei praktisch genauso wie die der TV-Rakete aus früheren Battlefield-Teilen. Also man lenkt die Rakete mit dem eigenen Bildschirm. Der Drehwinkel der Raketen wurde leider im letzten Patch verschlechtert. Das heißt, man kann die Raketen nicht mehr ganz so geschmeidig lenken wie früher. Kleiner Tipp an dieser Stelle, das Spiel wertet die Rakete als Fahrzeug. Das heißt, wenn ihr die Fahrzeugsense hochstellt, ist dann auch die Raketensteuerung sensibler und es fühlt sich einfach nicht mehr so träge an. Der Nachteil ist natürlich, wenn ihr spontan in ein normales Fahrzeug einsteigt, habt ihr dann dort wieder eine viel zu hohe Sense und das ist dann wieder störend. Aber wenn man sowieso nur mit Liz unterwegs ist, kann man das als kleinen Trick einmal anwenden. Ansonsten müsst ihr vor allen Dingen darauf achten, dass ihr in die Bewegung der Gegenspieler hineinschießt, also nicht dorthin schießen, wo das Ziel gerade ist, sondern dorthin schießen, wo es sein wird. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn ihr auf Helikopterjagd geht. Und das solltet ihr regelmäßig tun. Denn mit nur einer Rakete könnt ihr die meisten Flugeinheiten in Battlefield 2042 one-shotten. Die beiden einzigen Ausnahmen sind hier der Attack und der Transportheli. Wobei der Attack-Heli bei einem 90%-Hit natürlich das meistens auch nicht überlebt. Gegen gepanzerte Bodenfahrzeuge macht ihr in der Regel einen Hit um die 26%. Dasselbe gilt im Übrigen auch für den Transportheli, der gilt ebenfalls als schwer gepanzertes Fahrzeug. Also als Faustformel, für ein schwer gepanzertes Fahrzeug braucht man ungefähr 4 Liss-Raketen. Gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge macht man meistens 50-60% Schaden, also 2 Liss-Raketen. Infanteristen kann man mit einem direkten Hit one-shotten. Ich würde euch empfehlen, das vor allen Dingen gegen kämpfende Sniper einzusetzen. Der G84-TGM besitzt eine Reichweite von 475 Metern, also sind solche Ziele für ihn gar kein Problem. Diese Reichweite ist auch als Distanzmesser in seinem Visier eingebaut. Immer wenn ihr direkt ein Ziel auf eine Distanz von über 475 Metern anschaut, steht außerhalb der Reichweite unten im HUD. Das HUD bietet auch während des Fluges interessante Informationen, so wird angezeigt, wie viel Treibstoff noch zur Verfügung steht. Sobald der Treibstoff leer geht, zerstört sich die Rakete von selber. Zerstört werden kann sie allerdings auch durch feindlichen Beschuss. Ein einziges Bullet reicht aus, um eine Liss-Rakete zu vernichten. Gerade montierte Maschinengewehre wie die von Panzern sind dafür wie gemacht. Darum mein Tipp an euch, fliegt eure Ziele eher mehr von oben an, denn die Panzer bekommen ihre Rohre nicht so weit hoch. Haha. Als weiteres Mittel steht euch der Raketenboost zur Verfügung. Wenn ihr die Sprint-Taste drückt, während ihr in der Rakete seid, wird eure Rakete geboostet, also sie nimmt massiv an Geschwindigkeit auf. Eine so schnelle Rakete zu treffen ist natürlich gleich nochmal um einiges schwieriger. Und man kommt damit auch besser Jets und Helikoptern hinterher. Einmal eingesetzt ist der Boost allerdings nicht wieder zu deaktivieren und die Rakete ist dadurch natürlich nochmal um einiges schwieriger zu steuern. Sie wird nochmal träger und sie ist halt schneller, dementsprechend viel mit Steuern ist da nicht mehr. Ihr braucht mehr oder weniger schon eine direkte Sicht auf euer Ziel. Auch das Abwehrsystem von Irish ist ein Konter für Liss-Raketen. Im näheren Umfeld werden alle Raketen abgefangen. Die Munition des G84-TGM lädt sich wie bei allen Spezialisten-Gadgets von selber wieder auf. Das dauert pro Rakete 35 Sekunden und man kann maximal 2 Raketen als Reserve dabei haben. Diese Auffüllzeit lässt sich nicht verkürzen, auch nicht durch das Werfen einer Munitionskiste. Noch ein genereller Tipp für den Einsatz des G84-TGM. Während ihr eine Rakete steuert, steht Liz ungeschützt auf der Map herum. Darum solltet ihr den Raketenwerfer nur dann einsetzen, wenn ihr euch in Deckung befindet oder wenn ihr nur eine sehr kurze Flugdauer erwarten könnt. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten werdet ihr gnadenlos umgeballert. Machen wir weiter mit Liz' Spezialistenfähigkeit Rüstungsjäger. Die bewirkt, dass alle beschädigten feindlichen Fahrzeuge in Liz' Umgebung rot markiert werden. Bei Bodenfahrzeugen geht das auf eine Distanz bis zu 125 Metern, bei Lufteinheiten geht es bis zu 300 Meter weit. Als beschädigt gelten alle Fahrzeuge, die weniger als 75% ihres Lebens besitzen. Die Fähigkeit ist allerdings nur dann aktiv, wenn sie ihren G84-TGM-Raketenwerfer in der Hand hält.
also wenn man ganz normal mit der Primärwaffe herumläuft, werden keine Fahrzeuge markiert. Trotzdem ist die Fähigkeit wirklich sehr stark, weil man einfach eine schöne Übersicht behält, was so um einen fahrzeugtechnisch los ist, und Sichtblockaden wie zum Beispiel Smoke sind dank der Fähigkeit auch kein Problem mehr. Die Fähigkeit passt also für Liz wie die Faust aufs Auge und unterstreicht nochmal ihre Vormachtstellung, was die Fahrzeugbekämpfung angeht. Um sie in diese Richtung nicht zu stark werden zu lassen, kann sie aus Balancegründen keinen Raketenwerfer als Gadget mitnehmen. Also die Javelin, das Rückstoßfeuer M5 und die FA-Raketen sind für sie tabu. Über alle Gadgets gibt es später noch einen ausführlichen Part, machen wir nun erstmal weiter mit dem nächsten Spezialisten, nämlich Boris. Er besitzt als Spezialisten-Gadget das SG-36 Wachsystem. Das ist eine Sentry-Gun, die automatisch feindliche Ziele bekämpft. Die Ziele müssen sich allerdings in einem ca. 180 Grad Winkel vor der Gun befinden und sie dürfen auch nicht zu weit weg sein. Infanteristen werden auf eine Distanz bis zu 55 Metern angegriffen, Fahrzeuge sogar auf eine Distanz bis zu 200 Metern. Jeder Angriff läuft dabei nach demselben Schema ab. Es gibt erstmal eine Auflockphase, wo das Wachsystem piepst und sich auf den Gegner fokussiert. Dabei wird dieser auch gespottet und erst danach beginnt der salvenmäßige Beschuss. Mit einer Salve auf einen Infanteristen auf eine Distanz bis zu 10 Metern macht die Sentry Gun ungefähr 60% Schaden. Darüber hinaus sind es dann nur noch 42% Schaden. Bei den Fahrzeugen kann man sich als Faustformel merken, dass sich der Schaden pro Salve ungefähr zwischen 5 und 10 bewegt. Auf einem Panzer zum Beispiel macht das Geschütz von hinten 10 Schaden, auf einem MAV frontal dann wieder nur 5. Auf den Attack Heli generell nur 6, auf den Little Bird dann wieder 9 und so weiter und so fort. Und wir reden hier auch wirklich von Maximalschaden pro Salve, es kann natürlich auch immer sein, dass man einzelne Schüsse nicht connecten. Ich denke, jedem von euch ist bereits klar, mit diesem Damage kann die Sentry Gun nicht wirklich selbstständig Kills machen. Ihr solltet sie deswegen nicht als eine Art Waffe sehen, sondern eher mehr als ein Hilfsmittel, das euch unterstützt, Kills zu machen, aber nicht eben dafür da ist, selbstständig Kills zu machen. Das kommt eigentlich nur in Ausnahmesituationen vor, wenn die Gegner bereits hart angehittet sind. Darum lasst das Teil nicht irgendwo in Buxtehude stehen, sondern platziert es dort, wo ihr gerade selber spielt. Wie der Name Wachsystem ja schon sagt, eignet sich die Sentry Gun hervorragend dafür, Bereiche zu überwachen. Sobald ein Gegner registriert wird, hört ihr das an einem Piepsen und ihr bekommt einen Spot. Drauf schießen müsst ihr dann auf jeden Fall noch selber, aber ihr habt halt eine Gun, die euer Feuer nochmal unterstützt und vor allen Dingen auch den Gegenspieler ablenkt. Was auch recht viel bringt, ist, wenn ihr eure Sentry Gun aufstellt, ehe ihr ein Fahrzeug angreift, dann kann während des gesamten Angriffsprozesses euch die Sentry Gun unterstützen. Natürlich, es ist nicht besonders viel, aber es kann durchaus mal die entscheidenden HP-Punkte bringen. Das Wachsystem kann leider auch relativ einfach zerstört werden. Es besitzt ungefähr 150 Lebenspunkte und alles, was auf Infanterie Schaden macht, macht auch auf das Wachsystem Schaden. Hinzu kommt noch, dass alle Gegner, die von der Sentry Gun angegriffen werden, im Gegenzug die Sentry Gun rot gehighlightet sehen. Damit ist es für sie dann oft nicht besonders schwer, das System zu zerstören. Allerdings ist ein zerstörtes Wachsystem auch kein Beinbruch. 45 Sekunden nachdem Boris eins platziert hat, spawnt automatisch ein neues in seinem Inventar. Ihr könnt allerdings nicht mehr als ein System gleichzeitig auf der Map platzieren. Platziert ihr ein neues, solange das alte noch existiert, wird dieses automatisch zerstört. Auch wenn ihr selber sterbt, wird euer Wachsystem zerstört. Aber erst dann, wenn ihr wieder im Spawn-Bildschirm seid, solange ihr noch revivebar auf der Map herumliegt, bleibt euer System existent und kann auch noch Kills machen. Und zu so etwas sagt man ja nicht nein. Kommen wir zu Boris' Spezialistenfähigkeit. Er ist ein sogenannter Wachsystembediener. Das bedeutet, wenn er innerhalb dieses grünen Kreises neben einem Wachsystem steht, funktioniert dieses besser. Besser funktionieren bedeutet, dass die Auflockzeit reduziert wird. Das System schießt also schneller. Das ist also ein weiterer guter Grund, warum es sinnvoll ist, nah an seiner eigenen Sentry Gun zu spielen. Ich würde euch empfehlen, euch vor allen Dingen hinter die Sentry Gun zu stellen, damit ihr sie auch noch ein bisschen als Deckung benutzen könnt. Frei nach dem Motto, besser sie als ich. Die Fähigkeit ist allerdings nicht so stark, darum müsst ihr auch nicht wirklich penibel darauf achten, sie dauernd einzusetzen. Kommen wir zum dritten und letzten Spezialisten für die Pioniere, Crawford. Er ist zum einen einer der coolsten Spezialisten im gesamten Spiel, weil er meistens eine Sonnenbrille trägt. Zum anderen besitzt er als Spezialisten-Gadget ein stationäres Vulcan. Das ist eine aufstellbare Minigun, die manuell gesteuert werden muss. Mit ihr kann Crawford hervorragend Fahrzeuge und Infanteristen bekämpfen. Die Minigun wird dabei präziser, wenn sie warm geschossen ist. Also am Anfang, wenn man mit ihr schießt, ist sie noch relativ unpräzise. Wenn man dann eine Zeit lang bereits geschossen hat, hat sie dann ihren vollen Präzisionswert erreicht. Das sieht man auch sehr gut an dem kleiner werdenden Schusskreis in der Mitte. An dem Grad der roten Ausfüllung dieses Kreises erkennt man auch, ob die Minigun im Begriff ist, sich zu überhitzen. Wenn das passiert, kann sie für eine Zeit nicht weiterschießen. Darum sollte man es nach Möglichkeit vermeiden, indem man mehr Tap feiert. Natürlich geht dadurch auch wieder die Präzision ein wenig runter, allerdings ist das immer noch besser, als wenn die Minigun dauernd ausfällt.
Effektiv ist die Minigun vor allen Dingen beim Einsatz gegen weiche Ziele im Close- und Middle-Range-Bereich, also Infanteristen und leicht gepanzerte Fahrzeuge. Auf höheren Distanzen ist einfach die Streuung zu hoch, man trifft, obwohl man voll drauf ist, praktisch kein Bullet mehr. Gegen schwer gepanzerte Fahrzeuge ist der Schaden halt wirklich sehr übersichtlich. Hier gilt genau wie beim Bogengeschütz, die Minigun nicht als eine Art Waffe gegen schwere Fahrzeuge zu begreifen, sondern nur als ein Hilfsmittel, sprich sie nur situativ und in Kombination mit anderen Waffen gegen schwere Fahrzeuge einzusetzen. Der Drehwinkel ist leider ein weiterer Schwachpunkt der Minigun. Man kann sich nicht besonders weit umsehen, gerade nicht nach unten und oben. Das macht den Einsatz gegen Helikopter zu einem sehr kurzen Vergnügen. Was sehr schade ist, denn der Damage ist durchaus beachtlich. Platziert die Minigun immer möglichst frontal zu den Gegnern. Dadurch habt ihr die größte Chance, alle ins Visier zu bekommen. Und eure Panzerung sollte auch am besten funktionieren. Also die Panzerung, die vorne an dem Vulcan montiert ist, um den Anwender zu schützen. Das tut diese Panzerung allerdings nie zu 100%, denn sie hat eine T-förmige Öffnung in der Mitte. Durch die kann man den Kopf und auch den Brustbereich des Schützen treffen. Gerade durch Sniper bekommt man so oft eine üble Gesichtsschelle, darum passt immer auf das Leuchten eines Scharfschützenvisiers auf, das kann ganz schnell euer Tod sein. Dabei sind die Gegner nicht einmal darauf angewiesen, euch direkt anzugreifen. Sie können auch alternativ einfach das stationäre Vulcan zerstören. Das kann nämlich auch durch ganz normalen Beschuss angegriffen werden. Dabei hält es allerdings um einiges mehr aus als zum Beispiel das Geschütz von Boris. Es muss schon ein bisschen draufgeballert werden, ehe es zu Bruch geht. Allerdings kann der M5-Raketenwerfer es mit einer einzigen Rakete one-shotten. Immerhin, der Bediener wird dadurch nicht mitge-one-shottet, sondern erhält überraschenderweise überhaupt gar keinen Schaden. Ich sage übrigens deswegen immer Bediener und nicht Crawford, weil jeder ein stationäres Vulcan bedienen kann, das auf der Map steht. Also vollkommen egal, ob es eure Mitspieler sind oder auch eure Gegenspieler. Jeder kann da dran gehen und auch damit schießen. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf. Sobald Crawford die Minigun / das stationäre Vulcan aufgebaut hat, dauert es genau eine Minute, ehe er automatisch ein neues in seinem Inventar nachspawnt. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr auch einfach das alte wieder abbauen und woanders neu platzieren. Platziert ihr ein neues, solange das alte noch existiert, wird dieses zerstört. Sucht euch zum Platzieren vor allen Dingen geschützte Bereiche, wo ihr nur frontal angespielt werden könnt. Und seid vor allen Dingen auch nicht zu stationär. Bleibt also nicht so lange in der Minigun, ansonsten werdet ihr früher oder später rausgeschossen oder rausgenadet oder sonst irgendetwas. Es ist auch vollkommen okay, einfach mal nur die Primärwaffe zu nehmen und neben seinem Geschütz zu spielen und es nur als eine Art Deckung zu benutzen. Bringt einfach so ein bisschen Flexibilität in euer Gameplay, damit sich die Gegner nicht so gut auf euch einstellen können. Regelmäßige Positionswechsel sind deswegen auch sehr wichtig. Die Minigun lässt sich ja auch angenehm schnell auf- und abbauen. Kommen wir zu Crawfords Spezialistenfähigkeit. Er ist ein Experte für Reparaturen an kritisch getroffenen Fahrzeugen. Das bedeutet, er repariert alle Fahrzeuge, die weniger als 25% ihres Lebens besitzen, um 40% schneller. Also 40% schneller, als es zum Beispiel seine Kameraden in Form von Boris und Liz tun. Dafür muss man nicht extra irgendeine Taste drücken, es passiert ganz automatisch, wenn man ein Fahrzeug repariert, das bereits so hart angehittet ist. Die Schwelle, ab wann die Fähigkeit aktiv ist, wird euch auch anhand dieses Striches beim Fahrzeuglebensbalken angezeigt. Diese Fähigkeit macht ihn zum besten Schutzengel für alle verbündeten Vehikel und führt uns gleich nahtlos weiter zum Klassengadget der Pioniere, dem Reparaturwerkzeug. Als Klassengadget hat das immer jeder Pionier dabei. Also können Liz, Boris und Crawford zu jeder Zeit verbündete Fahrzeuge und Gadgets reparieren. Die Reparaturgeschwindigkeit ist leider nicht besonders hoch, gerade wenn man das mit früheren Battlefield-Teilen vergleicht. Es ist jetzt nicht mehr ganz so leicht, aktiv gegen reinkommenden Schaden gegenzureparieren, was aus Balance-Sicht vielleicht aber auch sehr sinnvoll ist. Das Werkzeug kann ebenfalls überhitzen, es ist ja eine Art Schweißbrenner, das seht ihr an dem sich füllenden Halbkreis. Ist dieser voll, muss das Ding sich erst eine Zeit lang wieder abkühlen. Durchs Tappen kann man das Überhitzen ein wenig vermeiden, man holt unterm Strich allerdings wirklich nicht besonders viel raus. Bei manchen Fahrzeugen kann man als Passagier das Werkzeug einsetzen und damit dann aktiv das eigene Fahrzeug reparieren. Gerade beim Scout und beim Attack Heli ist es eine sehr beliebte und auch effektive Taktik. Aber so viel Engagement ist oft gar nicht nötig, behaltet einfach immer im Hinterkopf, dass ihr das Tool dabei habt und dann könnt ihr es ja auch mal einsetzen. Wenn ihr also neben euch einen angehitteten Tank seht, repariert den doch einfach mal. Die Jungs, die drin sitzen, werden es euch danken. Das Werkzeug ist auch als Waffe einsetzbar. Es macht in derselben Geschwindigkeit Schaden auf feindliche Fahrzeuge, wie es verbündete und neutrale Fahrzeuge repariert. Also ein volles Fahrzeug wird man damit in den seltensten Fällen kleinkriegen. Bei stark Beschädigten sieht das schon wieder ganz anders aus, die kann man ruhig einmal mit dem Schweißbrenner ein wenig kitzeln.
So Leute, Zeit um kurz durchzuschnaufen. Ich habe euch ja gesagt, heute gibt's ein wirklich langes Video. Große YouTuber würden jetzt einen Werbeblock von einem ihrer Partner einspielen. Ich bin leider kein großer YouTuber und habe deswegen auch keine Partner. Darum werde ich ganz uneigennützig ein bisschen Werbung für mich selbst machen. Wenn ihr Bock auf meinen Twitch-Kanal habt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch ganz entspannt anschauen, wie ich unentspannt ausraste. Ich blende nochmal, So, ich bin dran. Was? Nein! Ich hab gerade auch geblendet! Was soll das? Mann! Das gibt's doch nicht! Eine Sekunde. Und damit ist der Werbeblock auch schon wieder beendet und wir machen weiter mit den auswählbaren Gadgets für die Pionierklasse. Von denen gibt es insgesamt nämlich 6 Stück und ihr müsst euch vor dem Spawnen für eins entscheiden. Um euch die Qual der Wahl zu erleichtern, werden wir nun alle einmal einzeln durchgehen und dabei ihre Vor- und Nachteile beleuchten. Wir beginnen dabei mit dem rückstoßfreien M5. Das ist der ungelenkte Raketenwerfer im Battlefield 2042. Ungelenkt bedeutet, dass man ihn ohne Auflock manuell aus der Hüfte oder auch aus dem Visier abfeuern kann. Das heißt, man kann ihn ohne Probleme gegen alles einsetzen, auf was man Bock hat, also gepanzerte Ziele genauso wie weiche Ziele. Beim Einsatz gegen schwer gepanzerte Fahrzeuge ist es sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, von welchem Winkel ihr sie anschießt. Bei einem Panzer zum Beispiel macht ihr bei einem Hit frontal nur 21 Schaden, von der Seite sind es dann schon 27 Schaden und von hinten fette 34. Der Geschützturm ist noch einmal eine eigene Trefferzone, da macht man 27 Damage. Dazu können einzelne Teile des Panzers deaktiviert werden, wie der Motor oder eben besagter Geschützturm. Bei 2 Hits auf den Geschützturm kann der Panzerfahrer diesen nur noch viel langsamer drehen. Dieses Grundschema gilt mit leicht veränderten Schadenswerten auch für die anderen gepanzerten Fahrzeuge. Frontal macht man den wenigsten Schaden, von der Seite und von hinten den meisten. Dank der hohen Fluggeschwindigkeit und dem garantierten One-Shot bei einem Direkthit ist das rückstoßfreie M5 auch ein hervorragender Infanteriekiller. Das liegt auch an dem hammergeilen Visier. Der obere Pfeil zeigt an, wo die Rakete im Normalfall ohne Bullet Drop hinfliegen würde. Der erste Strich rechnet nun den Bullet Drop der Rakete gegen und zeigt an, wo man nach 100 Metern hintreffen würde. Das Ganze geht dann immer in 100er Schritten so weiter, beim zweiten Strich sind es 200 Meter, beim dritten Strich 300 Meter, beim vierten Strich 400 Meter und ganz hier unten sind es sogar satte 500 Meter. Das bedeutet, man muss sich nicht mühevoll antrainieren, wie weit man drüber halten muss, sondern das wird einem ganz bequem im Visier angezeigt. Wenn ich jetzt wie in diesem Beispiel weiß, dass der Gegner 190 Meter entfernt ist, das finde ich heraus, indem ich ihn direkt spotte oder alternativ einen manuellen Ping neben ihn setze. Manuell pingen geht durch einen Doppelklick auf die Spotting-Taste, kann ich ihn sehr präzise mit dem rückstoßfreien M5 abschießen. Ich peile einfach den zweiten Strich für 200 Meter Distanz an, die 10 Meter kann man in diesem Fall vernachlässigen und drücke ab. Solange der Gegenspieler einigermaßen stillsteht, ist das dann ein sicherer Kill. Vor allen Dingen Scharfschützen könnt ihr mit dieser Taktik das Fürchten lehren. Und kommt mir jetzt bitte nicht damit, dass RPG auf Infanterie unfair ist. Es ist im Spiel, also darf ich es auch benutzen und Punkt Ende aus. Sollte ein verbündeter Aufklärer sich einmal dazu herablassen, ein feindliches Fahrzeug zu lasermarkieren, könnt ihr das rückstoßfreie M5 auf die Lasermarkierung aufschalten. Dadurch wird die ungelenkte Rakete zu einer lasergelenkten Rakete, die dann im Fire- und Forget-Modus auf das feindliche Ziel fliegt. Diese Taktik eignet sich besonders gut, um Helikopter zu bekämpfen, denn ein Treffer one-shottet die meisten Helis. Der Transportheli gehört nicht dazu, allerdings macht man sehr guten Schaden. Die Nachteile des rückstoßfreien M5 sind vor allen Dingen die Munition und der Schaden. Man hat in der Praxis einfach nicht immer die Möglichkeit, die Fahrzeuge von der Seite oder von hinten anzuspielen und dann ist das Ganze schon ein echt zähes Geschäft, vor allen Dingen, weil man auch viel Zeit mit Nachladen verbringen muss. Man kann maximal 4 Schuss für den Raketenwerfer mitnehmen und die sind dank seines universellen Einsatzgebietes auch sehr schnell verschossen. Bei einer Munitionskiste kriegt man pro Schub nur einen Schuss zurück und Angels Ausrüstungsdrops sind leider inzwischen eine richtige Rarität in Battlefield 2042. Darum hat man leider andauernd ein kleineres oder größeres Munitionsproblem, das gilt allerdings universell für alle Raketenwerfer. Und mit dem nächsten Raketenwerfer machen wir jetzt auch gleich weiter, nämlich der Javelin. Mit der Javelin kann man nach einer kurzen Auflockphase Fire- und Forget-Raketen auf Bodenfahrzeuge schießen. Die Raketen fliegen dabei erstmal nach oben, um sich dann direkt auf das Fahrzeug zu stürzen. Darum hat die Javelin einen konstanten Schaden pro Schuss. Bei einem Panzer liegt der bei 44. Sollte der Panzer lasermarkiert sein, erhöht sich der Schaden auf 60. Das liegt daran, dass dank der Lasermarkierung die Rakete höher in den Himmel steigen kann und dann einen besseren Winkel besitzt, wenn sie den Tank trifft. Außerdem kann man den Tank dann auflocken, ohne direkte Sicht auf ihn zu haben, was natürlich auch sehr praktisch ist. Es lohnt sich also wirklich, eine Javelin mit Lasermarkierungen zu unterstützen.
Auch Flugeinheiten kann man so beschießen, das wäre im Normalfall nicht möglich. Wie der M5-Raketenwerfer macht die Javelin dort meistens einen One-Shot. Ausnahme ist wie immer der verfluchte Transportheli. Im Normalfall benötigt man also für ein gepanzertes Fahrzeug 3 Raketen. Ausnahme ist hier das MAF, dort macht man leider nur einen 31er-Hit, also hier wären es dann 4 Raketen. Immerhin kann man allerdings leicht gepanzerte Transporteinheiten mit nur einem Schuss erledigen. Das ist eine wirklich sehr, sehr geile Sache. Die Javelin kann nicht ohne abgeschlossenen Auflock abgeschossen werden. Das ist auch ihre größte Schwäche. Während des Auflock-Prozesses seid ihr sehr angreifbar, weil ihr wenig seht und euch nur sehr langsam bewegen könnt. Außerdem kriegen die Fahrer natürlich mit, dass sie aufgelockt werden und sind darüber nicht ganz so glücklich. Sollten Panzer und Co. euch also sehr nahe sein, ist es schwierig bis tödlich, eine Javelin-Rakete auf sie abzufeuern. Die Javelin besitzt eine maximale Auflock-Range von 450 Metern und die solltet ihr auch nutzen. Denn sie ist eindeutig für den Fernkampf gemacht, im Nahkampf ist das Rückstoßfeuer M5 ihr deutlich überlegen. Bei der Sache mit dem Munitionsmangel ähnelt sie allerdings der M5, hier kann man sogar maximal nur 3 Schuss mitnehmen, das bedeutet, man ist auch hier regelmäßig auf Nachschub angewiesen. Kommen wir zum FXM-33FA-Rakete. Ja, der Werfer heißt wirklich so. Ich werde ihn allerdings der Einfachheit halber als Stinger bezeichnen. Das Teil funktioniert auch wie eine klassische Stinger, man lockt feindliche Flugeinheiten auf und schickt ihnen Raketen hinterher. Dabei macht ein Treffer immer einen exakten Schaden von 65. Die einzige Ausnahme ist der Transportheli, dort gibt es nur einen 37er-Hit. Ach ja, und die Drohne von Casper kann man one-shotten. Um sich gegen Auflockraketen wie die Stinger zu verteidigen, besitzen die Flugeinheiten Täuschkörper, die sogenannten Flares. Werden diese rechtzeitig abgeworfen, verliert die heranfliegende Rakete ihre Zielerfassung. Gleichzeitig verhindern die Flares für eine kurze Zeit, dass man die Flugeinheit mit der Stinger wieder anvisieren kann. Sobald der Effekt allerdings abgeklungen ist, dauert es eine Zeit lang, ehe die Flares wieder zur Verfügung stehen. In dieser Zeit sind die Helis und Jets einigermaßen ungeschützt und ihr könnt ihnen in Ruhe eure Flugabwehrraketen unter das Kinn reiben. Gute Piloten werden allerdings versuchen, durch geschicktes Fliegen die Raketen an Objekten abprallen zu lassen. Diese Gegentaktik ist auch der größte Nachteil des Dinger, denn es gibt nicht wirklich etwas, was ihr dagegen tun könnt. Ich würde euch empfehlen, vor allen Dingen auf Helikopter zu schießen, die sich weiter weg vom Boden befinden und dann natürlich möglichst schnell bei eurem Beschuss vorzugehen. Immerhin, die Flugabwehrraketen fliegen wirklich sehr schnell, der Pilot braucht schon eine gute Portion Skill, um ihnen auszuweichen. Auf der Habenseite steht ebenfalls die schnelle Auflock- und Nachladezeit und im Vergleich zum LIS-Raketenwerfer ist die Stinger halt auch sehr einfach anwendbar, da können auch unerfahrene Spieler ohne Probleme mitreden. Allerdings wirklich gefährlich werden kann man mit der Stinger meiner Erfahrung nach nur unerfahrenen Piloten. Piloten, die wissen, worauf es ankommt, holt man nur in Ausnahmesituationen vom Himmel. Die Auflockreichweite liegt bei ca. 450 Meter und man kann maximal 4 Raketen als Reserve dabei haben. Es gibt übrigens auch eine Möglichkeit, die Stinger gegen Bodenfahrzeuge einzusetzen. Viele von euch werden es bereits ahnen, nämlich immer dann, wenn die Fahrzeuge lasermarkiert sind. Mit der Stinger kann man sich dann draufschalten und eine Flugabwehrrakete auf ein Bodenziel schießen. Der Schaden, der dabei verursacht wird, ist allerdings sehr gering, darum rentiert es sich nicht wirklich. So Leute, das waren jetzt alle 3 Raketenwerfer, die ihr als Gadget mitnehmen könnt. Wie bereits im LIS-Part erwähnt, kann LIS keinen zusätzlichen Raketenwerfer mitnehmen. Das bedeutet, die Werfer sind tatsächlich exklusiv nur von Boris und Crawford nutzbar. Alle 3 besitzen übrigens auch denselben Konter, ihre Raketen werden von Irish Abwehrsystem abgefangen. Darum machen wir jetzt weiter mit einem Gadget, das nicht von Irish gekontert werden kann, den C5-Sprengstoff. Lasst euch vom Begriff C5 nicht irritieren, das ist praktisch gleichzusetzen mit dem C4 aus früheren Teilen. Das Zeug ist extrem universell einsetzbar. Mit den 3 Sprengladungen, die man maximal dabei hat, kann man jedes Fahrzeug in die Luft jagen. Leicht gepanzerte Fahrzeuge zerreißt es gleich nach 2. Das ist extrem mächtig, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, für einen Infanteristen ein Fahrzeug praktisch zu one-shotten. Allerdings müsst ihr natürlich erst einmal an die feindlichen Fahrzeuge herankommen, dafür ist ein gutes Timing gefragt und auch der Gebrauch von Smoke-Granaten. Es ist natürlich immer ein Risiko, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und der Ertrag ist einfach gewaltig, gerade wenn ihr ein volles MAF zerstört. Aber auch gegen Infanteristen kann man das C5 hervorragend einsetzen. Es fliegt nicht mehr ganz so weit wie früher, allerdings einige Meter kriegt man es noch vorangeschmissen. Vollkommen egal, ob der Gegner sich im Smoke befindet, um eine Ecke oder sich sogar ganz hinter einer Wand befindet, dem C5 entkommt keiner.
Setzt das D5 allerdings nur auf Gegenspieler ein, die keine direkte Sicht auf euch haben. Ansonsten werdet ihr meistens umgeschossen, ehe ihr es zünden könnt. Das C5 ist übrigens das einzige Gadget der Pioniere, das auch andere Klassen benutzen können. Und das teilweise auch mit ein bisschen mehr Stil. Darum stellt sich auch immer ein wenig die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn man C5 spielen will, die Pioniere zu picken. Bei Boris und Crawford ist der Gedanke auf jeden Fall gerechtfertigt. Für Liz hingegen ist das C5 die optimale Ergänzung. Sie wird dadurch zur absoluten Königin, was die Fahrzeugabwehr betrifft. Als eine Art Konkurrenzprodukt zum C5 gibt es die Panzerabwehrminen. Die platziert man irgendwo auf der Map und sobald ein gegnerisches Fahrzeug drüber fährt, wird dieses in seine Einzelteile zerlegt. Dabei besitzen die Minen eine größere Sprengkraft als das C5. Mit zwei Minen kann man jedes Fahrzeug im Spiel zerstören. Man kann also eine effektive Sprengfalle schon mit zwei Minen nebeneinander erstellen. Die dritte Mine, die man dann noch zur Verfügung hat, kann man ebenfalls daneben legen, um die Fläche nochmal zu verbreitern. Alternativ kann man sie natürlich auch mitnehmen und woanders platzieren, allerdings kann man mit einer Mine fast kein Fahrzeug zerstören. Selbst auf so einen Transportbuggy gibt es nur einen 95er Hit. Die Fahrzeuge fahren aber glücklicherweise nicht immer mit 100 HP herum. Die Minen können auch aggressiver verwendet werden, indem man sie aktiv vor oder auf Fahrzeuge wirft. Kleiner Tipp an dieser Stelle, durchs Zerschießen kann man sie ebenfalls zur Detonation bringen. Aber wenn ihr so spielen wollt, könnt ihr eigentlich gleich das C5 verwenden. Damit würde das Ganze um einiges leichter funktionieren. Beim normalen Legen der Minen solltet ihr ein wenig Erfahrung mit der Karte und auch dem Spielmodus haben, damit ihr zumindest ungefähr abschätzen könnt, wo in der Regel die Fahrzeuge vorbeikommen. Im Optimalfall sollten die Minen auch ein wenig versteckt sein, im seichten Wasser oder hinter einer Anhöhe oder sowas in der Richtung. Ihr seid allerdings wirklich immer auf das Mitspielen der Fahrer angewiesen. Wenn die nicht den richtigen Weg einschlagen oder aufmerksam genug sind, die Minen zu entdecken, wird das nichts mit euren Kills. Und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Leben definitiv kein Freund mehr der Minen werde. Natürlich, wenn man sie einmal platziert hat, muss man sich nicht mehr um sie kümmern, sondern kann ganz normal seinen Stiefel runterspielen. Und währenddessen kommen dann plötzlich eine Masse an Punkte und Kills rein. Das ist natürlich dann schon ein geiles Gefühl, aber ich für meinen Teil brauche einfach etwas mehr Kontrolle. Ach ja, als kleiner wichtiger Tipp noch, ihr solltet die Mine nicht in der Nähe eurer eigenen Einheiten platzieren. Wenn Gegenspieler die Minen zerschießen, wird die Explosion zu der ihren und eure Verbündeten lernen das Fliegen. Und das will man als solidarischer Battlefield-Spieler nicht. Kommen wir zum sechsten und letzten Gadget, dem EOD-Bot. Das ist ein fernlenkbarer Roboter, der eine Art Schweißbrenner verbaut hat. Der Schweißbrenner funktioniert im Prinzip genauso wie das Reparaturtool als Gadget, also man kann verbündete Fahrzeuge und Gadgets reparieren, feindliche beschädigen. Aber auch auf feindliche Infanteristen macht man solide Schaden. Der EOD-Bot besitzt mit 300 Trefferpunkten sehr viel Leben, das heißt man muss schon einiges draufschießen, bevor er kaputt geht und das überfordert so manch einen unerfahrenen Spieler. Das bedeutet, man bekommt tatsächlich regelmäßig mal einen Kill, indem man jemanden die Hose zulötet. Das ist dann schon irgendwo lustig. Im Modus Rush hat er eine kleine Extrafunktion, er kann nämlich Bomben blenden und auch entschärfen. Auch das funktioniert wirklich sehr gut, allerdings bekommt man eher selten dann die Bombe verteidigt. Denn selber muss man ja hinten parken, denn während man den Bot steuert, ist man die ganze Zeit noch auf der Map existent und kann natürlich dann auch leicht abgeschossen werden. Apropos Steuern, das ist nämlich einer der größten Nachteile des EOD-Bottes. Das Ding steuert sich dermaßen widerlich, dass ich schon einen Würgereiz kriege, wenn ich nur daran denke. Es fühlt sich mega schwammig und indirekt an. Da hilft auch die fahrzeugtypische Third-Person-Ansicht nichts. Das größte Problem ist allerdings, dass man mit ihm so gut wie gar nicht über Kanten und Erhöhungen kommt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Trick gibt, um das zu umgehen. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Es ist sehr oft vorgekommen, dass eine winzige Erhöhung mich daran gehindert hat, zu meinem Ziel zu kommen. Und das ist dann schon wirklich sehr frustrierend. Generell muss man sich die Frage stellen, wofür der EOD-Bot eigentlich gut ist. Reparieren kann man ja selber ohne Probleme mit dem Reparaturtool. Der Schaden auf feindliche Fahrzeuge ist sehr übersichtlich und die Bombe in Rush scharf machen ist ein sehr spezielles Einsatzgebiet. Bleibt noch das Gegnertrollen, das ist ganz lustig, mehr aber auch nicht. Und darum Leute, ist der EOD-Bot definitiv keine sinnvolle Wahl. Ihr könnt ihn ohne Probleme ignorieren. Damit sind wir jetzt alle 6 Gadgets der Pionierklasse einmal durchgegangen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge erfahren, die ihr vorher noch nicht wusstet. Machen wir nun weiter mit der bevorzugten Waffenklasse für die Pioniere, den LMGs. Wenn man als Pionier ein LMG ausrüstet, genießt man einen Vorteil. Die Präzision wird in der liegenden und in der geduckten Haltung erhöht. Die Präzision erhöhen heißt in Battlefield 2042, dass die Streuung reduziert wird.
Streuung besitzen alle Waffen in Battlefield 2042 und sie bedeutet, dass die Waffen nicht exakt dorthin schießen, wo man auch hin zielt. Die Kugeln driften im Dauerfeuer immer leicht weg. Und genau dieser Effekt wird nun reduziert. Und das merkt man auch, gerade bei LMGs, die man gerne mal etwas länger durchdrückt. Schade ist natürlich, dass der Vorteil nicht beim Stehen zum Einsatz kommt, aber es ist wirklich nicht zu verachten. Man muss jetzt deswegen als Pionier nicht unbedingt LMG spielen, so krass ist der Effekt dann auch nicht, aber man sollte es immer im Kopf behalten. Die LMGs sind ja sowieso eine sehr, sehr geile Waffenkategorie. Noch ein paar Worte zum Spielen mit den Pionieren generell. Als Pionier ist eure Aufgabe auf dem Schlachtfeld klar, feindliche Fahrzeuge bekämpfen und die eigenen supporten. Und genau darauf solltet ihr euch auch konzentrieren. Ansonsten bekommt das gegnerische Team ein empfindliches Übergewicht, was den Fuhrpark angeht. Natürlich müsst ihr euch auch regelmäßig in Infanteriefights beweisen. Dort muss euch allerdings klar sein, dass ihr tendenziell einen Nachteil gegenüber den anderen Klassen habt. Ihr besitzt einfach kaum Ausrüstung, die euch dort unterstützt. Und damit tragt ihr auch ein höheres Risiko. Achtet außerdem darauf, immer ein paar Versorger in eurer Nähe zu haben. Ihr seid auf die angewiesen, noch mehr als die anderen Klassen in Form der Sturmsoldaten und der Aufklärer. Ihr braucht wirklich schon fast andauernd neue Munition und ihr habt auch keine Möglichkeit, euch selber zu heilen. Und die Versorger tun auch bitte ihren Job und supporten die Pioniere. Welchen Spezialisten ihr pickt, ist eigentlich egal, sie erfüllen alle drei ihren Job. Obwohl man sagen muss, dass Liz, was die reine Fahrzeugabwehr angeht, am stärksten ist. Mit Boris und Crawford kann man dafür allerdings besser Infanterie bekämpfen und natürlich die Raketenwerfer als Gadget ausrüsten. So oder so macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Pioniere zu spielen. Ein großes Fahrzeug zum Platzen zu bringen, ist jedes Mal wieder ein neuer Höhepunkt. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Monster-Guides angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir gerne ein wenig Feedback unten in die Kommentare und lasst ein wenig Liebe da in Form eines Likes. In dieses Video ist echt enorm viel Arbeit geflossen. Bitte beachtet, dass ich in diesem Guide nicht jedes noch so kleine Detail ausformuliert habe, das hätte hier einfach massiv den Rahmen gesprengt. Denkt auch daran, dass an dem Spiel laufend Veränderungen vorgenommen werden. Dieses Video ist nach dem Patch 4.1 entstanden. Solltet ihr diesen Guide zu einem deutlich späteren Zeitpunkt angeschaut haben, können natürlich einige Dinge sich durch Updates schon wieder verändert haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und frohe Ostern bereits im Voraus. Haltet die Ohren steif! Und haut rein!